Drei Deputierten von der CSV vertreten als Land am Europaparlament ein Kompetenzteam, wo die verschiedenen Kompetenzen auch genau zwischen den drei abgedeelt gehen, weil ja kein alles zusammenmachen kann. Und da haben wir dann Frank Engel, den als zuständig für Wirtschaft, für Finanzen und auch für die Bürgerrechte. Und dann haben wir als Zweiten den Georges Bach, er mischt Transport, Soziales und Protektion von den Konsumenten. Ich selber behandle die Großhandelsauseinandersetzungen, den Bannenmord mit dem Digitalen und der technologischen Entwicklung und Medien. So, nun mischt Gitfried sein spezifisch mehr, dann diskutiert er mit dem anderen. Und zusammen machen wir gemeinsam Aufstimmungslisten, für das es nicht an her geht zwischen den drei Lützebäuer. Aber bei den Aufstimmungslisten gucken wir natürlich, ob das, was als Großparteienfamilie DVP, an der wir ja sitzen, was die wollen, so mehr. Wir gucken aber auch alkeiers, werden als Entscheidungen, als Influenz, ob als Lützebäuer Volk, ob als Lützebäuer Land tun. Ein Kompetenzteam sucht dann immer dafür, dass die zwei Sachen am Anklang stehen. Loasio, und dafür sitze ich heute mit Georges Bach. Loasio, die Sozialpolitik, ist von den ganz wichtigen Pilien. Die hat vielleicht die Impression, dass viel draußen geredet wird über Wirtschaftspolitik und über Finanzen. Aber all das muss aber an eine Sozialpolitik angehen. Weil der Mensch ist ja das Zentrum von dem, was wir machen wollen. Und in dieser Politik, Georges Bach, da geht es ja darum, zum Beispiel den sozialen Dumping, für dem eine Barriere dahinter zu machen, und dafür zu sorgen, dass es keine Diskriminierung zwischen den Arbeitern gibt, egal von wo sie kommen. Und du hast ja diese Woche am Europaparlament von der Sozialkommissarin ein wichtiges Dossier auf den Tisch gelöst, den auch für das Land wichtig ist. Kannst du mal erklären, um was es da geht? Das ist ganz richtig, absolut richtig. Einerseits für den Schutz von dem einzelnen Beschäftigten, aber auch, wie es der Gericht gesagt hat, für die unfaire Konkurrenz zu verhindern. Das ist so, dass wir hier ganz konkret über Feld schwätzen, wo am Anfang eine Unternehmen aus dem Ausland, aus irgendeinem Land, einen Auftrag kriegt wird an einem anderen Land und auch seinen Beschäftigten dann dahin schickt. Und dann werden Konditionen, die hier müssen erfüllt sein. Da, das ist ein Rahmendirektiv, ein Basisdirektiv von 1996, die erst 2014 eine Revision gemacht hat. Davon wir stellen fest, dass in letzter Zeit immer mehr beschäftigt ins Land gehen. Und dann, wenn ihr seht, mehr beschäftigt ins Land, da stellt ihr natürlich auch fest, dass immer mehr Frot an, dann die Sozialdumping, den es so geschwätzt ist, dass den natürlich dann auch zuhält. Das heißt, die Leute, die gehen Männer bezahlt, wie als Ege-Leute, die kriegen noch alle Guren, die Sozialzulagen, zum Beispiel für Wieder, für am Knastchen Wieder zu schaffen, oder ich weiß nicht, was da alles nachgeht, die kriegen die nicht. Die gehen also viel Männer remuneriert wie Eisleute, und dann haben die Firmen, die der Best anbieten, haben natürlich einen Avantage, weil sie mehr billig können, etwas anbieten wie Eis. Ganz richtig, und einen doppelten Avantage eigentlich, weil wieso nicht mehr just den Mindestlohn an dem Moment müssen bezahlt gehen von dem jenischen Land, also an dem jenischen Land. An den zweiten Avantage ist auch noch auf den Sozialkosten, alles was Pensionsaufgaben sind, alles was Krankenkäse ist. Auch da haben sie dann in dem Moment noch einen Avantage, wo dann sich klar herausstellt, dass sie am Anfang ein Unfall her Konkurrenz durchstellen für die Betriebe. Und das sind Sektoren, die wie der Bau- und Konstruktionssektor, aber auch schon Gastronomie, Agrikultur, das sind einzelne Sektoren, wo wirklich ganz konsiderabel ist, was da von Leuten ins Land gehen. Und da hat die Kommission eine Proposition gemacht, die wirklich fundamental aber schon besser geht, besser als an Eisen, wir treten ja an für denselben Lohn.
dieselbe Arbeit auf derselben Platz. Das ist ja ein Leitslogan an der Sozialpolitik. Ist das dann an dem Text dran, klar und deutlich? Das ist im Moment noch nicht gerade. Das ist ein wichtiger Schritt dahin, mit das noch nicht genau das, was wir uns vorstellen. Das ist noch ziemlich weggehalten. Es wird ja noch Diskussionen statt vom Parlament. An der Konzei, wir schaffen ja noch darauf. Das ist im Moment eigentlich gesagt, geht nicht mit den Mindestlöhnen länger. Das ist schon mal gut. Mehr die Tarifvereinbarungen oder Kollektivverträge, wie mir so, die allgemein verbindlich sind für den Sektor, dann lassen wir so für den Bausektor, wäre es schon so für andere Sektoren, dass das eigentlich zählt. Und das ist schon ein konsiderabler Abschwung gewischt, als könnte nur ein Abschwung. Und dann natürlich auch am Erbesrecht selber, das heißt all die Allokationen, wie zum Beispiel die am Kollektivvertrag auch vorgesehen sind, für all die, wie sie gesagt hat, Schlechtwieder, Zulehren oder sonst Zulehren, die nach hat, dass die auch müssen bezahlt gehen und dass alle Land dadurch muss direkt ankündigen. Das heißt, die Entreprise, die auf Plötzburg zum Beispiel schaffen könnt, die weiß da ganz genau, die an die Konditionen, die Lein muss ich bezahlen und die Konditionen muss ich anhalten. Ja, das wissen also schon gut. Wie geht das dann auch gemacht? Und wie geht das da kontrolliert? Das ist genau das Problem, das noch bis jetzt schon bestanden hat. Das heißt, die Revision, die ich vorher gesagt habe, von 2014, die sollte eigentlich die Informationen zwischen den Mitgliedstaaten besser machen. Erstens mal Transparenz an der Phase von den Donnern. Und dann natürlich auch das Zusammenschaffen von den Kontrollinstanzen. Und da sind die Lo, eine Partie von den Leuten so, wir kommen weiter, bis wir da Erfahrungen haben. Wir müssen aber, wir können nicht endlos werden, wir haben einen ganz konkreten Fall, dass das nicht genug kontrolliert wird. Und auch zu Lützburg muss ich sagen, dass wir nicht unbedingt, ein Paradebeispiel, nicht unbedingt die Musterschüler sind, doch an der, weil auch bei uns, wenn ihr seht, die TM, der Tischgewerbeinspektion, die am Anfang nicht den effektiv hat, für Leute diesen Bereich für die Taschen zu erledigen, die Leute aufgebaut kriegt wird die letzten Jahre. Taschen sind einfach immer mehr vielfältig gehen. Und auch das muss ich sagen. Und dann natürlich auch die Frage, die besteht und dem paar Bayer, den entsandt geht, für zu sagen, halt, die an die Arbeiten machen mit denen an denen Leute. Das muss viel mehr streng kontrolliert gehen, das muss auch viel mehr transparent sein, und das muss auch schon am Vorfeld viel mehr geklärt sein. Das heißt, das muss eine Kontrolle sein, die nicht nur am Büro passiert, ob die Papieren, aber die Kontrolleure müssen auch auf die Schandchen, sie müssen rausgehen, sie müssen gucken, wie ist das dann da, und kriegt den Mann oder die Frau, die da schafft, dann auch die richtige Lohn, schafft sie 20 Stunden den Tag oder schafft sie der 8? Alle guten diese Sachen müssen ja sur place kontrolliert gehen. Da wäre aber ein Aufruf, um als Regierung zu machen, für das sie sollen auf dem Plan da, eine Verstärkung von den zuständigen Inspekteuren nehmen? Absolut, weil das einerseits mal die Verstärkung in der Zoll und auch die Formation, die die Leute müssen kriegen müssen. Die Arbeitswelt ändert permanent, geht permanent vor. Und das heißt, kommen neue Taschen an die Kontrollen, die wenig, die wir haben, die kriegen noch nicht genug Mäuer, für sich da weiterzubilden, für sich da ranzuschaffen. Das ist so gut, wenn sie könnten auf dem Terrain gehen, Chantier kontrollieren, dann fehlt es ganz oft an den nötigen Connaissance, weil es kann ihnen, das ist ein ganz spezielles Fach, das heißt, da kann ihnen nicht einfach nur in Haut erstellen, die muss schon die Taschen da alle gut kontrollieren. Und ich meine, das ist auch etwas, was wirklich daheim nicht nur bei uns, aber auch bei uns hapert, wo man wirklich muss in der Form haben, und könnte auch von längst jetzt demand, also dass man die TM, die Gewerbeinspektion, dass man die wirklich soll verstärken, verbessern, für das, wie gesagt, die Frage, die Sozialdumping hier in der Bonne geht. Da werden die drei CSV-Deputierten aus dem Kompetenzteam mit unseren Kollegen von der CSV an der Chambre zusammenarbeiten, auf dem Dossier dafür, dass es nicht nur hier zu Brüssel und zu Straßburg in die richtige Richtung geht, sondern dass es auch zu Lützburg da richtig appliziert wird. Schon den alten Text soll richtig appliziert gehen, ehe den neuen kennt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das hier zu Straßburg nicht wird so einfach gehen, weil gut die Interessen, die mehr auf den Tisch gelöscht haben als Lützebäuer. Wir hätten gerne eine Kontrolle, wir hätten gerne, dass die Leute, die auf demselben Chance schaffen, auch dieselbe Remuneration kriegen für dieselbe Arbeit. Ja. Das hätten wir ja gerne so. Ich kann mir aber vorstellen, dass da aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Ungarn, und ich weiß nicht von wo, dass die eine andere Meinung sind. Ja, das ist richtig. Und da stellen sich auch fest, dass verschiedene Länder, du hast das pur genannt, Polen muss ich natürlich auch nennen, das ist ein
Land wird ganz viel Leute entsendet am Fong. Und die wollen natürlich das System beibehalten. Die wollen zwar Kontrollen, aber da sind sie d'accord, das haben sie auch 2014 akkordiert. Aber für darüber rauszugehen, weil wir wollen noch eine Zeit festschreiben, wir wollen noch die Interim-Agenzen, die sich darauf spezialisiert haben, wir wollen noch die regulieren, wir wollen Security Social, das ist noch eine zweite Wolle, die nach nur könnt, auch das harmonisieren, regulieren. Geht alles das wehren sie sich, weil do, sie haben ja im Moment in Kompetitivitätsavantage und die wollen sie sich nicht holen lassen. So, das ist fährten, ich wehre mich zwar dagegen, ich fährte, aber das ist so ein bisschen ein Clash geht zwischen Ost und den etablierten Westländern, die wir auch schon die letzte Zeit hatten. Das Sozialdumping bei uns geht immer umgeprangert, vis-à-vis von den Ländern, die machen. Und ich fände, dass wir da noch heftige Diskussionen kriegen, quer durch sämtliche Fraktionen. Das heißt, geht erst eine nationale Debatte, wie das eine ideologisch links-rechts Debatte gibt. Also, dir sieht man, wir nach Erwischt zu machen, hier zu Straßburg selbstverständlich, wo man muss gucken, die Lützeburger Point de Vue, und das Point de Vue sie für die Gerechtigkeit an Gleichbehandlung von all Erwischten, für die durchzukriegen. Da muss als Regierung schaffen, am Regierungsrat, dem Europäischen, wir dafür zu sorgen, dass die Proposen, die auf dem Tisch liegen, dass die nicht verwässert gehen. Und da muss als Chamber daheim, natürlich CSV-Leute, die an der Chambre sitzen, dafür sorgen, dass den als Kontrollorganen zu Lützeburg auch dem Thema angepasst gehen. Und dass nicht dadurch, dass den ganz billig Erbischter aus dem Ausland bei uns kommen, dann eine Diskrepanz besteht zwischen den einen und den anderen und dass den als Entreprisen darunter zu leiden haben. Dafür also an der Sozialpolitik geht viel zu machen und wir packen es durch.